Begrüße euch alle. Heute möchte ich zeigen Autopilot Profession V4.0, neue Modell. Davor war V3.0, hat sich komplett geändert. System, also das ist neues System mit neuer Fahrtkontrolle, mit mehr Satellit im Empfang. Also der empfängt jetzt gerade 29 bis 28 Satelliten bei Nebel, bei Bewölkung, also bei Regen, also hat es richtig gutes Empfang. Also jetzt sehen wir 29 Satelliten. Was hat sich noch geändert hier? Also komplette Fahrkontrolle ist neu. Noch dazu zwei Funktionen gekommen. Die, wo davor war, hat geblieben natürlich. Und jetzt zwei neue dazu. Also per Knopf können wir unsere Bootsstart zum Ziel Plätze auswählen. Per Knopf brauchen wir nicht immer unbedingt Fernbedienung. Wenn es regnet, braucht man nicht einen Schalter. Geht so mit Boot, nur mit Boot arbeiten. Also kein Problem. Also wir können natürlich auch Fernbedienung anlassen, Punkt auswählen lassen im Zelt, Fernbedienung und auf Knopf drauf drücken und dann fährt das Boot los. So. Wir starten jetzt ohne Fernbedienung als erstes, ist ausgeschaltet jetzt. Schalten wir Boot aus einfach, wieder einschalten. Warte bis Licht ausgeht, dann ist das Indikator zum Anzeigen uns, dass die genügend Satelliten empfangen. Wenn Licht ausgeht, wenn Licht leuchtet, dann ist nicht genügend, dann sucht er noch Satelliten. Und unsere Falle jetzt ist schon richtig fertig. So, jetzt wählen wir also per Knopf drücken, kann man unsere abzählen. Plätze, ja, also ich habe Platz Nummer 5, dann muss man 5 mal drauf drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 mal blinkt er. Und einmal drauf drücken, länger drauf drücken, 3 Sekunden und dann geht der Boot an und nach 4 Sekunden, also geht Licht an und nach 4 Sekunden fährt der Boot los, ja. Halt mal länger ein bisschen drauf, jetzt ist an, in 4 Sekunden fährt der Boot los. So, jetzt ist schon losgefahren. Der fährt zum Ziel. Es ist ein großer Vorteil, wenn ihr alleine fischt, also ihr könnt von der linken Seite reinfahren lassen, Boot. Da braucht ihr gar nichts, keine Fernbedienung. Also bei mir ist das ein bisschen hier zigzag, musste fahren. Ich habe nur hier vorne gespeichert jetzt. Jetzt ist der Gefahr zum Ziel, zum Abladen und Retour. Und dann muss dazwischen hier zwei Route stehen, hier zwei Route stehen. Da muss er dazwischen reinfahren. Ich habe 4 Punkte gewählt, also zum Heimfahren, Retour. Und können bis 9 Punkte machen. Also ihr könnt an der Seite, an Ufer vorbeifahren, wie ihr möchtet. Einfach. So, das Boot fährt hin. Ladet ab und kommt zurück. Und es ist ein großer Vorteil auch, wenn es regnet, wie gesagt, oder schneit. Also, ihr könnt so jetzt haben wir gesehen, das hat geblinkt. Das ist Nebel. Haben wir heute. Und bei uns ist unbedingt Fernbedienung oder schmutzige Hände. Einfach Boot starten, eine Hand ist immer, also muss nicht mehr Fernbedienung halten, Hand frei, alle Hände frei. Ihr könnt einfach mit eurer Route beschäftigen und Schnur halten bei Rausfahren, mithelfen ein bisschen und das war's, ja. Diese Funktion gibt es jetzt in V3.0 auch dabei, plus neue Fahrkontrolle gibt es in V4.0. Der startet bald, wird verkauft. Momentan gibt es nur V3.0, aber so wie ihr seht, also so fährt jetzt Route ab, Abfahrensystem, also ohne Fernbedienung, muss ich dazu sagen. Also Fernbedienung ist aus, ja. Und das Boot fährt zu uns. Wie gesagt, der empfängt mehr Satelliten wie es davor, ja. So, jetzt ist angekommen zu uns. So, Boot ist da. Und also wie ich sagte, ihr könntet so abfahren, dass sie von hier direkt reinfahren. Also bei meinem Fall war das ein bisschen hier muss ich reinfahren, also ein bisschen zigzag fahren.
Und so können Sie jetzt auch an der Start-Obus-Fernbedienung. Okay, ich zeige nächstes Video, wie es läuft. Normal-Knopf drücken.